Ein höllisches Höllchen zu der zweiten Folge Hollow Knight. Ja. Heute machen wir weiter. Und zwar gehen wir in unserem wundervollen Spielstand, den wir letzte Folge angefangen haben. 54 Minuten sind wir schon drin. Nice. Und wir machen heute in Grünweg weiter. Ja, yeah, ja. Yeah. Hier haben wir uns letztes Mal hingesetzt. Das weiß ich noch ganz genau. Hier haben wir noch gar keine Karte für Grünweg, ne? Haben wir nicht. Was ist das denn? Wer bist du denn? Der so wunderschöne... Oder die. So wunderschöne Geräusche macht. Ja. Das werden wir bald noch herausfinden. Erstmal hier die ganzen Gegner zerschnetzeln. Wie ja schon letztes Mal. Ja. Ups. Ja, hier alle Geo-Vorkommen zerschnetzeln. Wir haben schon fast 200 wieder. Sehr, sehr schön. Kommen wir hier hoch irgendwo? Ich glaube nämlich nicht. Wir müssen nämlich unten lang, soweit ich weiß. Ne, hier kommen wir noch nicht hoch. Weil da brauchen wir noch erstmal was. Eine weitere Fähigkeit. Oh. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Einmal nach unten gucken. Ah, da ist eine Plattform. Einmal nach unten gucken. Ah, da ist noch eine Plattform. Wunderschön. Ich finde die Musik wunderschön. Im Grünweg. Wartet mal kurz. Ich muss das kurz an meiner Soundeinstellung machen. Hallo. Ja. Ich denke, es ist lauter. Ihr seht auch schon, diese Plattformen da waren zerstörbar. Putz. Hier unten, den Mann da, den zerquetschen wir jetzt mit dem Ding. Kurz mal heilen. Komm her, Bruder, komm her. Ja. Noch einen Schritt weiter. Yeah. Wo kommen wir leider kein Geo? Schade. Aber es ist trotzdem Riesenspaß. Du wirst auch zerquetscht. Das ist das Beste im ganzen Hollow Knight, im Ernst. Diese Plattform. Und wir sehen Karten. Das heißt, der gute Cornifer ist hier in der Nähe. Okay. Erstmal einen billigen Hit kassiert. Hallo, Conny. Das ist ganz anders als in der Wegkreuzung, findest du nicht? So ein schwüler, lebendiger Ort. Die Wege winden und schlängeln sich auf eine wundervolle Art und Weise. Ich habe die Gegend vor uns so gut wie möglich festgehalten. Ich muss aber zugeben, dass sich einige der Bewohner als ziemliche Störenfriede erwiesen haben. Ja, die ist schon teurer, die Karte, weil das Gebiet etwas schwerer ist oder so. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ja, ich sollte mich entschuldigen. Wenn man so viel Zeit allein seinen Gedanken verbringt, vergisst man die Etikette der Konversation. Ah ja. Mein Name ist Cornifer und ich habe es schon immer geliebt, die Welt zu erkunden. Ja, direkt nachdem ich geschlüpft bin, bin ich sofort losgelaufen und habe meine Brüder, Schwestern und unsere arme Mutter zurückgelassen. Genau aus diesem Grund bin ich so schnell, wie ich konnte, mit meiner Frau nach Mistmund gezogen. Ein riesiges, unendliches Königreich, das erkundet werden möchte. Boah, Junge. Gleich vor der Haustüre. Wer könnte da widerstehen? Wie dem auch sei, ich will dich auf deinen Reisen nicht aufhalten. Mit ein wenig Glück sehen wir uns bestimmt wieder. Mach es gut und pass auf dich auf. Ja, da haben wir jetzt mal mit dem guten Conny geredet. Hier kommen wir auch noch nicht hoch, ne? Nope. Brauchen wir noch was. Das war knapp. Da ist noch so ein Arsch. Aber knapp. Oh, stimmt, du explodierst ja noch. Vergiss dies. Dann mal hier runter. Ach so, wir haben jetzt auch eine Karte. Bevor ich es vergesse. Wundervoll. Oh, ein lebendiger Busch. Ein zu lebendiger Busch. Und hier sind zwei. Das ist die
großartigste Sache von allen. Putz. Ich habe unten den Stachel an, aber wir gehen erstmal hier lang. Denn hier sind wundervolle Sachen, habe ich gehört. So, ich glaube, so ist besser, oder? Ja, so ist besser. Okay, wer auch immer das ist, er sieht nicht freundlich aus. Kleiner Knirps, furchtlos kommst du daher. Bist du ein Jäger wie ich? Fühlst du auch das innere Verlangen zu lauern, zu töten, zu verstehen? Das ist übrigens der Jäger. Dann nimm mein Journal, es wird dir helfen. Anfangs wird der Text unverständlich sein, aber ein erfahrener Jäger wird seine Worte verstehen. Okay, wage dich in die Tiefen dieses Landes und erschlage deine Bestien. Seine Bestien. Bruder, muss los. Erweise dich als würdig, das Zeichen des Jägers zu tragen. Boah, da hat er rausgespuckt. Geil. Das Journal des Jägers. Drücke, um das Menü zu öffnen, öffne dann die Journalseite. Bruder, warum kann ich nicht lesen? Warum? Was ist los mit mir? Hilfe! Besiege Feinde, um neue Einträge im Journal anzulegen und die Notizen des Jägers entziffern. Ja. Das haben wir jetzt hier auf, da. Genau, jetzt haben wir hier nämlich, für jeden Gegner, einen Eintrag, den Schatten auch schon. Ich bin ja erst einmal gestorben, aber scheinbar reicht das schon. Ich überlege gerade, im Steelsaw-Modus, hast du überhaupt den Schatten dann? Kannst du das dann überhaupt voll machen? Wahrscheinlich hast du den schon, den Eintrag. Ich glaube, hier hast du nämlich auch schon direkt von erfunden. So, da haben wir jetzt den Jäger auch schon getroffen. So, alle Gegner erschlagen. Wo waren die Teile? Genau, ein Wolle. Nee, hier. Ein pflanzenähnlicher Käfer, der auf Feinde in seiner Nähe zustürmt. Ja, den habe ich schon gemerkt. Letztlich habe ich mir das Ding mal privat durchgelesen beim anderen Spielstand. Das war ein bisschen scheiße. Okay, das Ding lebt noch. Stirb. Lebte noch. Ja. Kein Narrenfresser hier? Was ist denn da los? Warum habe ich das gemacht? Das war Seelenverschwendung. Sehr, sehr schön. Das Pogo-Decken auf den Stacheln, das ist sehr nützlich, meiner Meinung nach. Wir können nochmal hochgehen, da waren nämlich noch so ein paar Plattformen, dass wir nicht jedes Mal runter pogoen müssen. Das war gerade auch einer meiner Fehler. Oh. Oh Gott. Genau, und hier ist dann das. Ja, alles klar. Perfekt. So. Wie ihr gerade gesehen habt, da war unten so ein Journal-Eintrag. Die bekommen wir immer, wenn wir einen neuen Gegner töten und wenn wir einen Eintrag vervollständigen. Das machen wir, indem wir eine bestimmte Anzahl an diesen Gegnern töten. Dann bekommen wir auch noch ein Stück weiter Text zu lesen. Hilfe. Finde ich ein ganz cooles System. So ein Bestiarium zu haben, dass du erst so, ja, weitermachen musst. Also das ist ganz nett. Wie viele brauchen wir denn von den Obbeln? volatile Mooswesen. Müssen wir 20 noch töten. Bruder, muss dringend los. Hier ist noch ein Teil. Okay, wir sind laufen schon mal falsch. Ihr seht, neuer Journal-Eintrag. Wie viel muss ich von denen töten? Gulka 14. Also insgesamt 15. Und wir sind wo ganz anders. Aber hier ist eine Bank. Ja. Karte aktualisieren. Ja, bitte, bitte. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön.
So ist das super. Au. Au. Komm her, du Obbel. Die Obbel. Die guten Obbel. So. Dann einmal hoch oder ich nehme erstmal die oder unten mit, weil warum nicht? Da ist ein Narrenfresser, den habe ich gesehen. Hallo? Der wollte mich richtig wegsnacken. Oh mein Gott, wer ist das denn? Das ist ein Moosstürmer, soweit ich weiß, wie ich es nicht teile. Jep, Moosstürmer, scheues Wesen, das Eindringlinge verscheucht, indem es sich mit großen Moosklumpen bedeckt. Ja, geil, ne? Ich werde die Einträge voraussichtlich immer Einträge, nicht Eintrage. Alter. Mein Deutsch ist heute wieder richtig gut. Hallo. Ich werde die Einträge, sofern ich sie habe, wahrscheinlich direkt vorlesen. Ansonsten vergesse ich es nur. Die anderen, muss ich mich mal hinsetzen und eine Weile lesen. Können wir eigentlich machen, oder? Der Krabbler. Ein furchtsamer Aasfresser. Ja. Der ist ja furchtsam. Der auf der Suche nach Futter durch die Höhlen krabbelt. Langweilig und erbärmlich. Kaum ein Kampf wert. Ja, das ist in der Tat wahr. Eine Rachfliege. Lufträuber, der seine Beute unnachgiebig verfolgt. Brauchen wir noch ein paar, um die, den Eintrag zu bekommen. Ein Grumme. Einfältiges Geschöpf, das wahllos herumschwirrt und gegen Dinge stößt. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Älterer Grummer, der seine Jungen mit sich im Bauch trägt, ja gut, ne? Er greift an, indem sie ihren riesigen Körper herumschleudert. Ja. Ich glaube nicht, dass das für die Kinder so gesund ist, aber ja. Ein Tick-Tick, ich war richtig. Benutzt seine kleinen scharfen Klauen und an Wände und Dächern herumzuklettern. Ein Aspidjäger besiegt seine Beute, indem er ätzende Flüssigkeit spuckt. Er jagt auf den Schwärm. Eine Aspidmutter trägt die Eier ihrer Jungen in einem Bauch. In ihrem Bauch, nicht in einem. Alter, was ist heute denn los? Kann ihre Jungen schlüpfen lassen, wenn sie gebraucht werden, um Eindringlinge zu bekämpfen. Okay, ich dachte, die hier sei eine Rabenmutter, aber in Wirklichkeit ist das hier die Rabenmutter. Ein Aspidjung ist. Gleich nach ihrer Geburt umschweren diese jungen Aspiden instinktiv jeden Eindringling, Alter. Die wandernde Hülle. Die Überreste eines Käfers, angetrieben von einer seltsamen Kraft, bewandert die Straßen, in denen sie früher gelebt hat. Oder die Straßen. Ja, ja, passt schon. Die Überreste eines Käfers. Die Hornkäferhülle. Angetrieben von einer seltsamen Kraft, benutzt sein Horn, um jedes noch nicht infizierte Geschöpf anzugreifen, dem er begegnet. Die springende Hülle. Die Überreste eines Käfers, angetrieben von einer seltsamen Kraft. Instinktiv springt sie jedes noch nicht infizierte Geschöpf an, um es anzugreifen. Eine Grobianhülle. Was? Oh ja, okay. Die Überreste eines Käfers, angetrieben von einer seltsamen Kraft, aggressiv gegen jedes noch nicht infizierte Geschöpf, dem sie begegnet. Ah ja. Und die Kriegerhülle. Überreste eines Käfers, angetrieben von einer seltsamen Kraft, bewaffnet mit Nagel und Schale. Schale? Ich dachte, das sei Panzer. Egal. Die Wachkäferhülle. Die Überreste eines großen Wachkäfers von Heilandsnest, angetrieben von einer seltsamen Kraft. Ihr Instinkt verleitet sie immer noch dazu, ihre Posten gegen Eindringlinge zu verteidigen. Genial. Der falsche Ritter, eine Made, die von einer seltsamen Kraft in den Wahnsinn getrieben wurde, bewohnt einen gestohlenen Panzer. Schwache Geschöpfe lieben es, die Stärke von anderen zu stehlen. Sie leben kurz in Angst und sehen sich danach genügend Macht, um diejenigen zu beherrschen, von denen sie vorher beherrscht wurden. Ah ja. Ein Baldur rollt sich zu einer Kugel zusammen und rollt auf Eindringlinge zu, die sein Territorium begegnen. Ist selber als Neugeborener aggressiv. Jüngere Jäger machen sich einen Spaß daraus, diese Geschöpfe zu fangen und sie als Sport sozusagen herumzurollen. Ich ermuntere dich dazu, dasselbe zu tun, wenn du in der Laune dazu bist. Ja,
Ich war mit den lebenden Bowlingkugeln ja nicht so schlecht. Wuchtig und durch seine dicke Panzerung geschützt. Er zieht sich dorthin zurück, wenn er. Achso, in den Panzer, ja. Angegriffen wird. Wenn sie alt werden, sind diese Geschöpfe zu schwer und pummelig, um noch frei rumzurollen. Stattdessen rollen sie sich zusammen und verstecken sich vor der Außenwelt. Woran sie wohl denken, wenn sie sich selbst. Wenn sie so in sich selbst eingemummelt sind. Vielleicht an bessere Zeiten. Ja, voraussichtlich. Der Mooskriecher, Schwächling, der sich mit Blättern bedeckt, um größer zu wirken, versteckt sich im Gestrüpp. Den hatten wir schon. Ein volatiles Mooswesen. Elder. Ein pflanzenähnlicher Käfer, der sich durch die Krankheit angeschwollen ist. Oh, geil. Setzt sich angesichts von Bedrohung ein tödliches Gas frei. Gas. Fleischfressende Pflanze, die nach allem schnappt, was ihm zu nahe kommt. Ein Piekser. Rast. Nein, Ras. Rast mit seinem nagelartigen Rüssel auf Beute zu. Ein Obbel. Fetter, langsamer, fliegender Käfer. Schießt Essen ätzende Flüssigkeit ab, die in einem runden Körper eingelagert ist. Ein Gulker, aggressives Pflanzenwesen, das sich schützend zurückzieht, wenn in Gefahr droht. Spuckt feste, dornige Klumpen, solange Feind noch in der Stadt sind. Und den hatten wir auch schon. Und den Schatten. Echo eines vorherigen Lebens. Besiege ihn, um seine Kraft zurückzuerobern und wieder ganz zu werden. Jeder von uns lässt etwas zurück, wenn er stirbt. Ein Fleck in der Welt. Ich weiß nicht, wie lange dieses Königreich noch die Last so vieler vergangener Leben tragen kann. Oh, Junge. Ich werde das bereuen, dass ich das jetzt die ganze Zeit durchgelesen habe. Hallo. Da oben. Namen darf ich noch nicht sagen, denn den werden wir noch einmal rausfinden. Wobei. Der hat Tschüss, Bitch. Biatsch. Ihr seht, diese Zusatzeinträge sind mehr oder weniger seine Kommentare dazu. Butz. Okay, das war knapp. Oh, ja. Okay, da kommen wir noch nicht lang. Schade. Dann gehen wir halt oben lang, ne? Das ist auch ein Piekser. So können wir das Kind beim Namen nennen und direkt die richtigen Namen auch sagen. Alles klar, wie wurde ich da jetzt getroffen? Die Teile sind lustig. Putz! Ah, nicht hier hoch. Ich vergötte ihm. Okay, ich sehe da schon ein Bankzeichen. Das heißt, eine Bank ist in der Nähe. Cool. Oder war das diese Geheimwegbank? Ich habe doch keine Ahnung. Ich will ja nichts sagen, aber das sind ein paar Piekser. Ah. Ah, nicht durch den Gegner sterben. Das wäre ein bisschen scheiße. So, einmal hoch. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, Geo. Nicht zu knapp. Werde ich mir definitiv gleich gönnen. Was haben wir denn hier Wunderschönes? Zivilisation oder so. Sieht wieder aus wie die Wegkreuzung. Zumindest etwas. Okay, hier ist sogar so ausgehöhlt, dass wir da lang können. Das ist aber freundlich und ich sehe dich. Alter, das war viel, Geo. 61. Warum so eine krumme Zahl? So. Oh, noch Obbel. Hier. Putz.
Wunderbar. Hier ist noch einer, der wieder absolut tödlich in die Luft fliegt. Alter, seine Geräusche. Hey! Entweder ich habe die Bank gerade verpasst oder ich habe die Bank gerade verpasst. Ha! Habe ich es doch gesehen. Und guck mal, hier ist noch so ein Lifeblood-Ding. Cool. Und ich habe den Eintrag dafür bekommen. Lebenskeim. Kleiner, krabbelnder Samen voller Lebensblut, der für seine heilsamen Eigenschaften verzehrt werden kann. Alter, nom. Lecker. Und hier ist ein Schild. Der höhere Geist träumt einst von Blättern und schuf so diese Höhlen. In jedem Busch und in jeder Ranke offenbart sich unser Geist uns. Okay, das ist hart scheiße, weil offensichtlich, glaube ich. Was ist denn hier Wundervolles? Oh. Ein böser Gegner, der Moos schießt. Mooskugel. Ist der krasser als keine Ahnung. Ritter. Du bist auch ein Ritter. Das sehe ich. Ich weiß schon, wie er heißt. Nice. Das ist nämlich der Moosritter. Beschützer des Grünwegs. Ausgebildet in der Kunst von Nagel und Panzer. Da ist der Panzer. Warum geht's hier lang? Hier ist nix. Warum ist hier der Gegner? Was beschützt du? Nichts wahrscheinlich, oder? So. There we go. Oh shit. Ich habe gerade mal auf die Aufnahme geguckt. Wir nehmen schon wieder eine halbe Stunde auf. Ach du Kacke. Hallo Rachfliege. Hallo Krabbler. So. Ist das überhaupt noch Grünweg? Ja, ich glaube schon. Aber der Wegkreuzungsteil des Grünwegs. So, was haben wir denn hier oben? Nichts. Perfekt. Gut, dass ich nicht runtergefallen bin. Das hätte mich echt getriggert. Oh, ich sollte echt nicht runterfallen, weil das könnte relativ tödlich enden. What? Das war Glück. Das war definitiv ein Stück Glück. So, wunderbar. Ja, wir steigen hier hoch. Und nehmen alle Dio mit. So ist das gut. So ist das super. Da könnten wir runter, aber da war ich ja schon. Wie man an dem angeschlagenen Ding sieht. Warum ist er nicht gesprungen? Ich habe A gedrückt. Ah! Okay, ich kann da noch nicht lang. Alright. Puh. Das war wieder ein bisschen knapp. Okay. Ich sterbe an fucking Tick-Ticks, wenn das hier so weitergeht. Wahrscheinlich das Geräusch, was es macht, wenn das Teil läuft auf dem Boden. Okay, überlebt. So, Grünweg. Stimmt. Hier ging es ja weiter. Mit dem großen Spaß. Noch eine Rachfliege. Alter, hier gibt es so viele von den Teilen. Den Journal-Eintrag haben wir doch schon sicher fast voll. 18, ja gut. Wir hören da oben was. Er klettert nochmal hoch, was ist das? Oh, wer bist du denn? Ja, der ist hinüber. Und du kannst wunderschön schreien, hat er ja schon gesagt. Das ist der Rachfliegenkönig übrigens. Wollte ich schon mal gesagt haben.
Der kann auch schreien und dann rauffliegen. Spawn. Hallo. Hör bitte auf, so viel zu schreien. Komm her. Ah! Das ist ein recht simpler Boss, ne? Wie man möglicherweise schon erkannt hat. Er hat zwei Attacken. Scram und wundervoll Dive des Todes. Ich könnte den mal probieren. Nee, funktioniert nicht. Müsste ich machen, wenn du schreist oder so. Ja, da hätte ich es machen können, aber nee. Warum auch immer. Au! Ach, scheiße. Ah, jetzt habe ich die Fliege getroffen. Geil. Ich treffe immer mit meinen krassen Schikanen. Butz! Das war gut. Das war ein Volltreffer. Butz! Er explodiert. König der Rachfliegen. Patriarch der Rachfliegenkolonie. Schnappt nach Eindringlingen. Und ruft nach Verstärkung. Und ruft Verstärkung herbei, so rum, wenn er bedroht wird. Ja, ist mir aufgefallen. Stank Strike, was du da tust, wie kannst du es wagen, dich zwischen mich und meine Beute zu stellen? Tust du das öfter? Streuchst du herum? Stehst anderen den Weg und störst? Warte mal, ich hab dich gerade gerettet. Du wärst da gestorben. Okay. Eins solltest du wissen, Strolch, ich bin's Hute der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm. Ja, kreuze meinen Weg noch einmal und du wirst erfahren, warum man meine Waffe Lebensende nennt. Ja. Was willst du denn noch von mir? Ich bin ein Ritter. Ich habe an deinen kindischen Spielchen kein Interesse. Nein, ich bin nicht interessiert. Ich brauche meine Ruhe. Verschwinde, oder willst du, dass ich mein Nagel ziehe? Ja, mach doch. Ja, scheiße. Mann, ich wollte nur ein wenig Smalltalk mit dem netten Zote. Wieder ein paar Soßritter. Oh, ich dachte, er macht wieder seine Moosbällchen. Ja, kurz heilen. Ich meine, sämtliche Challenge wird ja nullifiziert dadurch, dass du einfach aus der Arena springen kannst. Hier ist noch so ein Typ. Noch ein Soßritter. So. Bruder muss los. Ja, tot, ne? Scheiße gelaufen. Ja, Geo. Die Geonisierung. Da ist noch eine wundervolle Raupe. Der Typ ist halt relativ gefährlich, weil er gerne nochmal so Double Slash macht. Da ist es. Sehr schön. Muss mich kurz konzentrieren, weil es ist gar kein so leichter Gegner. Habe ich schon? Nee, habe ich nicht, ne? Was brauche ich denn noch bei den Moosritter? Noch vier. Boah.
Bruder. Was ist los? Na gut, dann. Tatsächlich sieht man, dass so ein Ding da ist, dass am Boden so grüne so Blätterpartikel auftauchen. Moospartikel. Hier ist nochmal so ein wundervolles Ding. Ein sehr gefährlicher Gegner. Absolut tödlich. Und eine Hirschkäferstation. Da gehen wir mal kurz hin. Um den Hirsch auch zu hier direkt einen Fast Travel hinzuhaben. Karte aktualisieren und so ein Shit. Und hier die Hirschkäferstation aktivieren. 140 ist schon recht teuer. Katsching. Katsching. Tatsächlich wüsste ich noch nicht, was wir jetzt holen sollten aus Mistmund. Deswegen gehen wir nochmal hier hoch. Denn wir stehen ja kurz vor diesem Raum mit dem was auch immer. Der. Und dann gehen wir einfach mal rein. Was ist denn hier wunderschönes? Es wird ruhig. Das heißt, kann ja nur was Gutes heißen. Oh, das sieht ja aus. Wie ein Bossraum. Ja, den Witz bringe ich nochmal. Ich weiß, ich bin extrem kläglich. Egal. Komme nicht näher, Geist. Ich habe dich gesehen, als du mich im Gestrüpp verfolgt hast. Dieses alte Königreich. Etwas Schreckliches erwacht. Ich kann es förmlich riechen. Wie ohne Nase. Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was du zu tun versuchst. Das kann ich nicht zulassen. Hornet. Falls ich es noch nicht rausgeschnitten habe, wisst ihr den Namen schon. Au. Ich habe vergessen, dass ich noch nicht eine gewisse Fähigkeit habe, die wir gleich bekommen werden. Das ist aber der erste wirkliche Boss, der irgendwie eine Challenge bietet. Ich finde den Fallstein nämlich kläglich leicht. Hornet, nämlich. Au. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Controller hat irgendwie minimal Krebs bekommen. Ich weiß auch nicht warum. Wie geht das überhaupt? Wie kann es in der Luft? Hast du schon mal meinen wundervollen Zauber geschmeckt? Ja, ne? Ist lecker, oder? Egal, ey. Oh, ich liebe ihre Voicelines. Sie sind... Schau! Sie sind irgendwie göttlich. Oh. Okay. Erstmal ein Drittel Seele verschwendet. Ah, sie macht ihren AOE-Shit. Ha! Oh. Das war's auch schon. Hornet! Ja, bei Vergrit Däum. Und wir haben jetzt von diesem anderen Gefäß den Mottenflügel umbekommen. Nach vorne sprinten, RT. Relativ easy. Wir können jetzt den hier machen. Und oh mein Gott, was ist das denn? Versucht das, die Segel zu brechen? Sie können nicht geöffnet werden. Sie müssen geöffnet werden. Lass uns schlafen, kleiner Schatten. Kehre in deine Dunkelheit zurück. Gewähre uns unsere Ruhe. Hallo. Boots. Wurden von tödlichem Licht geschlagen und sind jetzt nicht tot. Wir können noch aufstehen. Hallo. Guten Morgen. Und wir können jetzt den Eintrag für Hornet lesen. Erfahrene Beschützerin der Ruinen von Highlands Nest. Bewaffnete Nadel und Faden. Ja, dann habe ich gesehen. Warum Nadel und Faden? Das ergibt übrigens dann mehr Sinn, wenn man, wenn wir etwas weiter in der Story vorankommen. Noch, ist das nicht allzu verständlich, meiner Meinung nach. So, einmal hier kurz lang. Denn hier sollte auch noch was sein. Ein bisschen Dialog. Das ist sehr wichtig, ja. Ich meine, was wäre ein Spiel schon ohne Story? Nee, was wäre ein Spiel ohne Story? Na, Quirrell? Oh, hallo, es scheint, als wären wir beide etwas vom Pfad abgekommen. Ich kann kaum glauben, dass diese staubigen alten Straßen zu solch einem üppigen und lebendigen Ort führen. Diese Gebäude,
Dieses Gebäude legt eine Form von Anbetung nahe, auch wenn sein Götze offenbar längst vergessen wurde. Es eignet sich ebenso gut für einen Augenblick der Rast. Nicht der Augenblick der Rast, sondern Augenblick der Rast. So, Deutsch ist schwierig. Ja, haben wir noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Aber wir können jetzt, ich wollte ja nicht rein. Wir können jetzt dashen. Und den Typen in den... Ich will den da reinschubsen. Ja! Den See von unten kippen. Wundervoll. So muss das sein. See von unten, sehr schönes Gebiet. Kappa, es ist nicht wirklich ein Gebiet, es ist einfach nur ein Ort. Gut, wir haben noch ein Ding, wo wir nicht hin sind und noch ein anderes Stück, wo wir vorher noch nicht lang konnten. Jetzt haben wir den Mottenumhang und können da jetzt lang, glücklicherweise. Ja, wir müssen hier andersrum. Na, ja, hier war es nicht. Hier irgendwo war nämlich eine kaputtbare Wand. Oder? Ne, hier war keine kaputtbare Wand, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Scheiße. Ich sehe auch überall Musik. Das ist echt ein guter Indikator, dass irgendwas nicht stimmt, wenn die Musik weg ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Soundtrack unfassbar gut finde. Also in der Folge definitiv noch nicht. Wahrscheinlich in der letzten Folge schon 80 Mal. Ich erinnere mich an solche Sachen nicht mehr, okay. Oh, da ist ein Piekser. Wie gesagt, mag den Soundtrack. Der ist gut. Der ist gut. Oh, hallo. Generell können wir jetzt an relativ viele Gebiete, wo wir vorhin nicht hin konnten, weil wir da entweder in hohem Bogen drüber springen mussten und nicht den hier einfach machen konnten. Und andere Sachen noch. Da ist Geo. Das lasse ich doch nicht liegen. Sehe ich denn aus? Mein Geo will ich haben. Ich bestehe darauf. Und natürlich will ich dieses Ding auch kaputt machen, dass wir da langkommen. Oder so, ich weiß nicht. Oh, hallo. Ist ja schön. Sehr, sehr schön. Hier ist nämlich ein Hebel. Oh, hallo. Erstmal reinlaufen. I love pain. Geo. Ja. Geo ist wichtig fürs Überleben. Es ist halt eine Lüge, aber ja, scheiß drauf. Überall Dorn. Die will ich auch haben. Theoretisch hat Gründig noch einen weiteren Boss. Den versuche ich auch noch jetzt zu holen. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo er war. Ich weiß es nicht mehr genau. Scheiße. Und hier sehen wir schon, böser Mann. Wir können jetzt, wenn wir es gut anstellen, sogar zwei jetzt bekommen. Und den Teil, genau. Also pro Angriff können wir jetzt zweimal treffen. Wenn wir es gut anstellen. Wie schon gerade gesehen. Achso, der ist gestorben. Hab ich ihn runtergekickt oder was? Du Arsch, warum bekommst du keinen Knockback? Du Hacker. Was drei jetzt, Alter? Das kleine Ding. Die Teile sind eigentlich echt niedlich. Noch mehr Geo. Ja, fast 1000. Scheiße. Das ist ziemlich geil. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ziemlich nice. Da sind nochmal Obel.
kaputt machen. Brück dies. So, einmal hier unten lang. Ah, ist noch ein Narrenfresser. Ich meine, können wir einfach mal umbringen, um den Eintrag irgendwann voll zu bekommen. 7, ach du Scheiße. Ich weiß noch, dass irgendwo extrem viele waren. Und extrem viele meine ich sehr viele. Also. Oh. 1001 Nacht. Nein. 1001. Don't fuck with me. I got the power. Got the dynamite on my side. Ja, ja. Sollen Sie mal lieber nicht mit mir Geschlechtsverkehr haben. Ja. 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 Ach, ich hab keine Ahnung mehr, wo das war. Da, bevor wir nicht lang kamen. Ich glaube, es war da oben. Da bekommt man nämlich einen ziemlich geilen Charme, beziehungsweise Talisman. Ja, yeah, der ist ziemlich gut und den will ich definitiv mitnehmen. Oh. Das ist ein moosartige Wesen, pflanzenartige Wesen, hat mich umgebracht. Oh Gott, der fliegt direkt auf mich. Yup. So, alles erschlagen, das ist geil. So, einmal hier hoch. Good. Da kommen wir ja her. Aber hier konnten wir vorhin nicht lang, weil da Hornet. Da war ja Hornet von, aber da kommen wir ja noch nicht lang. Okay, da kommen wir auch noch nicht lang. Oh, zu hoch. Scheiße. Oh, das arme Ding. Ich hab's ins tödliche Säuren-Scheiß-Gewässer gekippt. Alter, du Arsch. So, tödliche Mücken überall. Ich muss kurz gucken auf der Karte. Voraussichtlich ist es da unten. Muss ich ja noch mal kurz da lang. Da bin ich nämlich vorhin schon mal kurz lang. Ja, hier ist es. Wow. Das war ein sehr billiger Treffer. Und warum bin ich jetzt wieder ganz oben? Heiliger. Scheiße. Warum sind überall lebendige Büsche? Liebig, Alter. Hallo, Mücke. So. Oder Piekser. Tut mir leid. So, hier hatten wir ja genau, hier hatten wir diese Luma-Fliegen. So heißen die Teile übrigens. Au. Au. Warte kurz. 1 und 2 heilen. So. Jetzt müssen wir einen krassen Jump machen. Warten, bis die Luma fliegt. Okay, ich dachte kurz, ich werde ganz zurückgesetzt wieder. Kurz heilen. Die Plattformen im Part sind am Anfang recht schwer, finde ich, weil du nur sehr wenig Leben hast. Okay, got it. Wenn hier
Der Talisman Dornen der Qual. Das ist zum Anfang echt extrem gut, das Ding. Meiner Meinung nach. Den wollte ich definitiv noch nicht mitnehmen. Den Boss. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich will ehrlich sein. Aber ich glaube, er war weiter unten. Wir müssen sowieso runter, um ins nächste Gebiet zu kommen. Deswegen. Passt schon. Wir waren nicht auf einer Bank. Krass. Voraussichtlich werde ich einen Teil davon sowieso wegschneiden. Au. Ah, alles nochmal laufen. Yay. Was los? Ich brauche deine Seele, Bruder. Wow, hat nicht gereicht. Dann gehen wir mal da lang. Gibt's hier noch so einen Drecksack, der aus dem Boden kommt? Womit niemand gerechnet hat, der da. Genau. There you go, you're safe now. Have fun with your two life. Was ist los? Warum? Warum bin ich so scheiße? Ich brauch Leben. Mit dem. Soll ich mich auf eine Bank hocken? Ich meine, ich könnte einfach hier den. In einem Raum weiter. Und dann hier nach oben. Da sollte irgendwo eine Bank sein. Da ist eine Bank. Oh Gott, ein Orbel. Kurz Geo kaputt machen. So. So. Oh. Nein, 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 nein. Okay. Oh. Bin oben drauf. Hallo. Um hier durchzukommen, müssen wir nochmal Herr Geo bezahlen. 50. Oh nein, wie teuer. So, kurz die Karte aktualisiert. Damit haben wir es. Wow. Meine Mindpixel hängen geblieben. Das war wieder super. Oh ja, stimmt, du überlebst jetzt auch wieder. Tä. Ich schub's alle in die Säure. Ui. So, Digga. Spaß. Ach, ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Vater wäre gar nicht so stolz auf mich gerade. Wie ich mich gerade anstelle. Bruder muss los. So, voll geheilt. Wunderbar. Wunderbar. Heilen. Den Ficker da umbringen. Yeah, your journal aktualisiert der Obel. Ob es wohl weiß, wie nervig es ist, wenn es herumstürzt und seine schädlichen Körpersäfte über ihn versprüht. Wenn du welche von ihnen siehst, sorge dafür, dass sie es nicht überleben. Ja, habe ich schon gemacht, danke. Aber warum sollte ich jetzt nicht weiterhin töten? Ne, hier runter. Ui. Bruder muss hier runter. Oh, jetzt ja, stimmt, hier war eine Bank. Einmal kurz drauf gesetzt. Reflection spielt. So heißt der Soundtrack, wenn man sich auf einer Bank hockt. Geil, ne? Und hier waren diese Gurkas. Gurkas. Tja, wenn du sie besiegst. Ach, ich mag den Soundtrack. Und hier sind wir schon in einem weiteren Minigebiet. Jetzt
zum Stand im Heiligtum, wenn wir da reingehen, dann wird es sehr dunkel, da kommen wir noch nicht weiter, weil wir dann noch eine Laterne für brauchen. Die Lumafly Lantern. Aber die haben wir ja noch nicht, die ist auch recht teuer. Bei Sly können wir die kaufen für 1800 Geo. Die haben wir noch nicht, leider. Hier ist doch safe irgendwas. Oh oh. Oh Gott. Da musste ganz, ganz dringend los. So. Was ist das denn da? Das sieht ja aus wie eine Boss-Arena! Ich glaube, den Joke mache ich bis zum Ende des Projekts. Oh, nee. Das ist einer der leichtesten Boss im ganzen scheiß Spiel. Bruder muss dringend los. Oh Gott. Jumpy Boy. Ey. Arsch. Wenn du später einen Nagel mit mehr Rhythmus, beziehungsweise einen größeren Nagel hast, kannst du den die ganze Zeit so abprallen lassen. Ist mega lustig. Also wirklich. Hätte dann gar keine Chance mehr gegen dich. Das wäre total. Der fette Klopsch. So. Da waren wir auch noch nicht. Gehen wir mal da unten noch lang. Ja, was haben wir denn hier noch Wundervolles? Waren wir hier nicht schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Oh, ups. Oh ja, hier ist noch ein Gulka. Irgendwas hier? Nö. Schade. So, wunderbar. Gotcha, Bitch. Da kotzt er immer seine Kacke aus. Okay, danke. Ich gehe ja schon. Scheinbar war ich sehr unerwünscht. Da, gerade. Das hier sind kleine Dinge, auf denen wir parieren können. Die halten das aus, die gehen dadurch nicht kaputt. Aber wir können dadurch über die Säure. Ohne ein Item zu haben, das uns gegen Säure immun macht, gibt es nämlich später noch. Gar nicht so weit später. Oh, hier ein paar Geo. Schön. Schöne Sachen. Da ist eine Raupe. Ich sehe es ja. So, Raupi, du bist frei nun. I freed you. Freed ya. Und hier kommen wir noch nicht weiter. Okay, alles klar. Ah. Scheiße. Nein! Alter. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ne? Ich will nicht hier drauf gehen. Ganz einfach gesagt. So. Das ist eine interessante Mechanik und diese Gegner sehen extrem lustig aus, wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist Säure, warum läufst du da drin rum? Warum tust du das? Oh Gott, war das knapp, ich bin fast in die Scheiße gefallen wieder. Nicht du, Gulka. Du bist ein Arschloch. So, Geo. Ist sie wieder weg? Nö. Oh. Das ist ungünstig. So würde ich es mal beschreiben, zumindest. Oh, ich habe den Vogel erwischt. Die sind auch recht schwer, das Journal, den Journal-Eintrag dafür voll zu bekommen. Aus naheliegenden Gründen. ich glaube, wir gehen mal wieder zur Bank, ne? Ah.
Alter, fast draufgegangen mal wieder. Ich finde, Tod durch so Säure oder sowas ist am uncoolsten, am schlimmsten. Aber falls. Oh mein. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass ich während dem Erkunden sterbe, ist deutlich höher, als dass ich beim Nicht-Erkunden sterbe. Okay, der Schatten ist einfach direkt nebenan. Oder auch nicht. Bin ich falsch gelaufen? Scheint mir fast so. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ich bin nämlich hier. Ich Idiot. Nein, ich hätte es überlebt. Wenn ich die Folge ohne Tod überlebt. Beziehungsweise überstanden. Boah, scheiße, ne? So. Du stirbst. Ich will deine tollen Kugeln nicht. Kannst du für dich behalten, mein Freund? Oh. Ach. Ja. Yeah. Dafür wollte ich nicht lang. Ich glaube, wir gehen mal Richtung nächstes Gebiet. Weil ich habe es ja auch letzte Folge so bei der Wegkreuzung so gemacht. Wir können jetzt auch, glaube ich, hier schon. Ja, wir können schon direkt drüber. Ich mache jede Folge. Ich gehe in das erste, bleib im ersten Gebiet und dann gehe ich ins nächste Gebiet. Wir sehen schon. Oh, Nebelschlucht. Oh, neues Gebiet. Damn. warum ich diese Quelle jetzt noch nicht angegriffen habe, hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe genug Leben, also let's go. Ja, genau. Das Teil feuert einen fetten Feuerball in deine Fresse. Direkt rein. Horizontal. Orbital. Und das Ding macht 2 Schaden. Ja. Wie viele von den Teilen muss ich eigentlich umbringen? Ist ja eigentlich auch egal. Ich lese mir das erstmal durch. Kleinste Quallenform. Untätig und unwissend. Doch durchströmt von einer gefährlichen elektrischen Ladung. Und Oma. Nach außen hin ein passives Wesen, das einen aggressiven, explosiven Kern schützt. Ja, ist mir schon aufgefallen. Dankeschön. Das Gebiet ist generell ziemlich tödlich und explosiv. Ja. Warum ich es jetzt gerade doch angreife? Gute Frage, nächste Frage. Ist da unten Säure? Wenn ja, kann ich das Teil dann nämlich wundervoll reinballern. Scheinbar war da Säure. Sehr gut. Da unten ist auch noch einer, oder? Ja. Yeah. Butz. Bin da mal weg. Oh, wie ich das gecheased hab. Alter, ich bin gerade ja der Quallenmeister. Huhuhu. Quallenfischen. Oh, okay. Das ist nicht gut. Ja. So gehen die Gegner. Ich meine, du musst sie ja nicht umbringen. Mache ich einfach nur, um den Eintrag schnell voll zu bekommen. Weil es ist relativ geschenkt, meiner Meinung nach. 12 und 4, ja. Sehr, sehr schön. Okay, das war ein bisschen blöd jetzt. Aber ja, alles noch im Rahmen des Guten. Da unten ist die Bankerin. Da gehen wir gleich rein. Vorher wollte ich noch die paar. Noch eine und 4, okay. Das bekommen wir noch irgendwie hin. Einmal hier. Erstmal zur Bankerin. Mit der reden wir kurz. Und ich überlege uns, ja, das hat was mit der Story. Hat ein kleines Stück Story und das ist ganz lustig. Also, let's go. Millibell, die Bankerin. Oh, hallo, Liebes. Ich wollte eigentlich gerade zumachen und gehen, doch dann bist du aufgetaucht. Wenn du Interesse hast, biete ich dir gerne meine Dienste als Bankerin an. Dein Geo zu verlieren ist schrecklich und das passiert viel häufiger, wenn du es immer mit dir herumträgst. Mein Tresor ist da deutlich sicherer. Bei meiner gesamten Karriere als Bankerin habe ich noch nicht ein Geo verloren. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Konto zu öffnen?
Nee, aber ich mach's trotzdem. Ich meine, die 100 Geo sind akzeptabel und dafür bekommen wir später ein... Egal. Gute Entscheidung. Wenn du das nächste Mal einer grausigen Bestie zum Opfer fällst, wirst du dankbar sein, dass du dein Geo, dass dein Geo sicher ist in meinem Tresor. Ja, sehr seriöse Bankerin. Nun, lass uns Bankgeschäfte machen. Und ich werde nichts einzahlen, ich werde das Ganze direkt verlassen. Auf Wiedersehen. Pass auf dich auf. Ja, ja. Das hat später noch ein Stück Story hinter sich. Deswegen, there you go. Du bist respawned, das ist super. Du auch. Du auch. Und du auch. Let's go. Der Geist eines toten Ahn, das Gehirn eines größeren Wesens, das frei herumschweben darf, umherschweben darf. Ein Ei auf der Suche nach einem sicheren Ort, um zu laichen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja, eine Qualle. Ich weiß auch nicht, was es ist. Es ist ein Lebewesen, das aus Gelee besteht. Sehr seltsames Lebewesen übrigens. So, da ist der Quirelius wieder. Was für ein Erlebnis. Ich hätte nicht erwartet, nach einem so nebligen Abstieg auf eine solch große Hirschkäferstation zu treffen. Die Käfer von Heilandsnest müssen ein eindrucksvoller Schlag gewesen sein, wenn sie so tief in der Wildnis noch so großartige Bauwerke errichten konnten. Die gefährlichen Kreaturen in der Gegend scheinen noch nicht den Weg hier hineingefunden zu haben. Der ideale Ort für eine kurze Rast. Ja, Quirrell, da hast du durchaus recht. Ist so ein sehr schönes Gebiet, die Station der Königin. Und wer bist du denn? Willow. Oh, du bist auf der Suche nach einem Leckerbissen? Ich bin auf einen einzigartigen kleinen Pilz gestoßen, der direkt über uns wächst. Ich habe ihn nur in dieser Station gefunden und er schmeckt himmlisch. Dieser Ort muss ein großer Knotenpunkt gewesen sein. An der Grenze zweier Länder. Der Nebel auf der einen Seite und diese Wucherung auf der anderen. Keiner der beiden Orte scheint sehr einladend, also bleibe ich hier, solange meine Leckerbissen reichen. Oh. Komm jederzeit vorbei, obwohl ich die Ruhe in dieser Station mag. Es ist etwas gesellschaftsimmer angenehm. Ja, Velo, da hast du durchaus recht. Ja, gut, das war's mit Dialog. Ah, ich mag Dialoge. So, eine Sache mache ich noch. Hier. Wir gehen noch ins... Machen erst noch hier die Hirschkäferstation an. Und es sind die 1800 Geo, glaube ich, direkt, denn... Ja. Einfach weil. Leute, ich habe den Hirschgriff noch gehört. Wie er angerast kam. Da kommen wir noch nicht lange, aber wir noch ein Item für. Das es noch gibt, wo wir noch nicht hin können. So. Nächstes Gebiet, Pilzöde. So. Neuer Eintrag. Pillon. Ausgewachsener Pilzballon. Spuckt das Gas in seinem Körper auf Angreifer. Ja, das ist mir aufgefallen. Danke, Jäger. Ein Pilzlein. Passiver Pilzballon. Gefüllt mit Gas, das ihn fliegen lässt. 30 von den Fickern müssen wir besiegen. 30. Damit könnten wir in einer Weile beschäftigt sein. Dich lasse ich einfach mal in Ruhe. Da unten nach Conifer. Der ist Conifer, meine ich. Irgendwo. Oh, ich höre ihn schon wieder summen. Und zwar ist er hier. Hallo, Conny. Ah, mein kleiner Freund, du hast mich genau zum rechten Zeitpunkt getroffen. Ich war gerade dabei, eine Karte dieser giftigen Höhlen fertigzustellen. Die Bewohner in diesem Gebiet verteidigen ihr Revier. Ich würde dir empfehlen, sie nach Möglichkeit zu meiden. Weiter unten wurde ich von seltsamen, dürren Kreaturen erschreckt. Sie schienen recht intelligent zu sein. Als ich jünger war, hätte ich mich in ihre Höhlen gewagt, aber ich fürchte, in meinem Alter bin ich schon nicht mehr in der Lage, ihnen zu entkommen, falls sie gewalttätig werden sollten. Natürlich will ich dieses Gebiet haben. Die Pilzöde. Da sehen wir auch schon. Ist ein recht großes Gebiet. Und das ist noch nicht das ganze Gebiet. Noch lange nicht. Wir sehen. Hier können wir jetzt unser... Oh, da ist ein tödlicher Pilz. Ein Amblum. What the fuck? Einfältiger krabbelnder Pilz. Sein Hut ist mit einer Schicht verhärteter Dorn bedeckt. Ja, geil. Klingt aber richtig angenehm. Da will ich drauf fallen. Wer bist du denn? Oh. Du bist aber explosiv.
Das ist tatsächlich die schwierigere Form von diesen anderen Dingern. Pilzbewachsene Fülle. Die Überreste eines Käfers, verzehrt von einem Pilz, scheint regelmäßig Wolken aus dicken, tödlichen Gas aus. Scheidet. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Weil wir kommen ja nicht weiter. Diese Pilze sind hier die... Diese Bouncy-Pilze. Finde ich übrigens eine sehr lustige Idee. Die brauchen wir noch. Später werden die zum Teil zumindest unnütz. Stirb, du Sack. Voll Giftgas, weil wisst ihr was, wir holen den jetzt von oben. Damit hast du nicht gerechnet, Bitch. So, den kleinen. Ich find's so lustig, wie die da den Duftballon machen. Wir machen bis zur nächsten Bank. Danach werde ich diese Folge beenden. Und hier sehen wir schon die ersten absolut tödlichen Pilze, die tödliche Projektile schießen, die etwas explosiver sind, als mir das lieb ist. Die werden wir auch noch ein paar Mal treffen. Antagonist Nummer 1. Eine Pilzöde. Ups. Na, nicht ganz. Antagonist Nummer 2, so rum. Ah, Alter. Bruder. Muss dringend los. Der fucking Amblum, oder so hieß der doch, ne? Ich lasse diesen Geopilz hier nicht. Ja. Komme ich überhaupt irgendwo lang? Nö, alles abgesperrt. Bruder, hier kommst du nicht durch. Wow! Ah, das ist der Waluigi-Pilz. Au. 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 Pilzkrieger. Pilzgeschöpf, das Eindringlinge angreift, um seine Jungen zu verteidigen. Ja. Die Teile sind auch so niedlich. Ich meine, hört euch mal die Voice Lines. Alter, das ist so niedlich. So, ein Pilzling. Junges Pilzgeschöpf verbringt die meiste Zeit am Boden, doch kann sich an Wurzeln und Früchten, wenn es Gefahr verspürt. Ja, das ist ziemlich gut, glaube ich. Vielleicht noch ein Wow. Noch ein Waluigi-Pilz. Wow. Wie viele von einem Pilzling? 17, okay. Dann mache ich mich mal auf die Jagd, ne? Putz. Ein Amblum. Und ganz viele Pilzlinge. Ja, gut machen. Ach du Scheiße. Dass die Angst, dass die Folge noch sehr lang wird, denn eigentlich haben wir die Stunde schon. Ich werde wahrscheinlich sowieso ein bisschen was rauscutten. Aber ja, dann wird es halt eine etwas längere Folge. Oh, ich weiß schon, was jetzt kommt. Nämlich ein paar tödlicher Headbanger-Pilze. So hätte ich die genannt. War recht easy. Was haben wir denn hier Wundervolles? Ein Talisman-Sockel. Ja, ja, das ist ziemlich geil. Ein Pilz-Oger. Ein Oger sieht aber anders aus. Egal. Ein riesiges Pilzgeschöpf greift an, indem es ätzendes Gift spuckt und seinen Körper in den Gegner prallt. Ja, Butz. So würde ich diesen Gegner beschreiben. Ganz einfach. Nennt mich den neuen Jäger. Butz. Sollen wir da hoch? Ich meine, geht's zur... Oh, Wegkreuzung. Bruder muss ganz... Ah, dringend los. Scheiße! Ah! Ja, da geht's. Doch! Alter. Hier können wir aber hoch.
Und da sind irgendwelche armen Leute, die nicht mehr ganz so vollständig aussehen. Oh, wer bist du denn? Beinfresser, versuche nicht, dich vorbeizuschleichen. Ich kann dich riechen. Hast du viel Geo gesammelt? Gib mir Geo, dann zeige ich dir etwas Nettes. Ich zahle, um etwas Schönes zu sehen. Das wird sehr viel Geo kosten. Lass mich dir etwas zeigen. Sieh her, willst du sie? Wenn du sie wirklich, wirklich willst, dann tausche sie für mehr Geo. Mehr Geo. Der will Geo, glaube ich. Der hat 3 ziemlich gute Charms, die allerdings einen fetten Nachteil haben. Und zwar, dass sie zerbrechen, sobald ich sterbe. Ich hole mir direkt alle 3. Da muss ich ja nicht nochmal hin. Wobei, vielleicht muss ich doch nochmal hin. Und zwar, wenn ich sterben sollte. Weil ich kann sie nur bei ihm wieder reparieren lassen. Macht den Träger stärker, fragile Stärke. Macht den Gegner stärker und erhöht den Schaden, den er Gegnern mit dem Nagel hinzufügt. Dieser Talisman ist zerbrechlich und wird zerstört, wenn sein Gegner stirbt. Lässt den Träger mehr Geo finden, wenn er Gegner besiegt, und erhöht die Gesundheit des Trägers und ermöglicht ihm, mehr Schaden einzustecken. Ah ja, die machen übrigens, die kann ich auch mal... Wobei, ja... Ich rüste einfach mal aus. Spürt den Schmerz des Trägers und schlägt um sich. Ja, schön. Lässt beim Erleiden von Schaden dornige Ranken sprießen, die Gegner in der Nähe Schaden zufügen. Ja, Leute, das war's mit der 2. Folge Hollow Knight. Wir sind recht weit gekommen für ungefähr 2 Stunden Spielzeit. Oder, ja, doch, ungefähr 2 Stunden waren es jetzt. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann guckt doch beim nächsten Mal auch wieder vorbei, wenn ich wieder Hollow Knight spiele. Ich werde das jetzt einmal pro Woche bringen, voraussichtlich Sonntagabend um 6 jede Woche. Sofern ich es schaffe, es kann auch mal sein, dass ich es irgendwie nicht schaffe, dann tut es mir herzlich leid, dann werde ich aber vielleicht auch ankündigen. Ich weiß es nicht, egal. Ich wünsche euch noch eine restliche wunderschöne Woche, einen wunderschönen guten Abend, Tag, was auch immer. Bis dann.